Ja, das Problem, was ich gerne heute behandeln möchte, das ist die Grundfrage, wie kann eine moderne Industriegesellschaft geordnet sein, welche Struktur muss sie haben, damit die ständig anfallenden Probleme möglichst schnell bewältigt werden können. Insofern hat sich eigentlich für jeden klardenkenden Menschen gezeigt, dass die heutige Form einer zentral gesteuerten Demokratie nicht mehr in der Lage ist, die anfallenden ökologischen, industriellen und menschlichen Probleme zu lösen. Wir brauchen eine wesentlich differenziertere Demokratie. Und zu diesem Zwecke habe ich hier an die Tafel eine kleine Skizze gemacht, wo ich deutlich machen möchte, dass wir eine demokratische Form der Gesellschaft bereits angefangen haben zu gestalten, aber wo das zentralistische System dem eigentlich im Wege steht. Ganz kurz gesagt, und zwar sehr populär ausgedrückt, würde ich sagen, wir haben hier eine Art Hierarchie, die von oben nach unten von einer Minderheit von Menschen gesteuert versucht, eine moderne Republik wie die Bundesrepublik zu beherrschen, zu steuern, Direktiven zu geben, bis in das wirtschaftliche, bis in das kulturelle Leben herunter. Der Weg von oben nach unten ist viel zu weit. Und insofern stellt sich eigentlich die Frage, die überall schon in der Praxis begonnen hat, wie können Menschen sich selbst verwalten? Wie können Menschen am besten ihre Einrichtungen, ihre Kultureinrichtungen, ihre Schulen, ihre Theater, ihre religiösen Stätten am besten selber gestalten, verwalten, organisieren? Wie können Menschen vor Ort möglichst direkt als einzelne Menschen, als Menschengruppe, als Arbeitsgemeinschaft in einem Betrieb einen Betrieb organisieren und am besten ökonomisch arbeiten? Das zweite ist außerdem noch die große Frage, wie kann das Ganze, die vielen einzelnen Produktionsbetriebe, Wirtschaftseinrichtungen in Zusammenhang gebracht werden mit den Kultureinrichtungen und wie kann das Ganze aufeinander abgestimmt und verwaltet werden? Denn in einer so komplizierten Industriegesellschaft wie zum Beispiel die Bundesrepublik brauchen wir eine gewisse Koordination, die die verschiedenartigen Initiativen zusammenfasst. Und die Frage, die sich stellt, gibt es da Gesichtspunkte, nach denen man eine solche bisher zentral regierte Gesellschaft ordnen und steuern kann? Da möchte ich auf diese kleinen Symbole hinweisen, mit dem Dreieck ist charakterisiert die Einrichtung eines Kulturlebens, Forschungseinrichtung einer Schule, einer Hochschule, dann Verwaltungseinrichtungen, Einrichtungen des Rechtslebens mit diesem Halbkreis und mit dem blauen Symbol eine Einrichtung des Wirtschaftslebens, eine Werkstatt, ein Betrieb, ein Produktionsbetrieb, ja auch ein landwirtschaftlicher Betrieb, hier ein bisschen mit diesen blauen Strichen charakterisiert. Sehr primitiv, sehr einfach dargestellt. Damit haben wir eigentlich schon etwas, was im Bewusstsein des heutigen Menschen wie selbstverständlich ist, dass wir in der Gesellschaft drei Bereiche haben, nämlich die Bereiche der wirtschaftlichen Produktion, die die Grundlagen des ganzen Lebens darstellen, die von der landwirtschaftlichen Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln, Kleiden, Wohnen, bis herauf zu den komplizierten Industrieprodukten notwendig sind. Also hier mit diesen blauen Symbolen charakterisiert, die in der ganzen geografischen Lage einer Gesellschaft überall vorhanden sind. Aber zugleich haben wir verteilt in diese Gesellschaft hinein auch Einrichtungen des ganzen Kulturlebens, Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und so weiter. Dann haben wir die Einrichtung des Rechtslebens, wo verwaltet wird, wo darauf geachtet wird, dass der Mensch seine Sicherheit hat, dass beschlossene Verträge, Gesetze eingehalten werden, zum Beispiel das Verkehrsrecht, wo wir alle einsehen, es müssen Verkehrsregeln eingehalten werden, damit der Mensch sicher sich auf den Straßen bewegen kann. Also die ganz elementaren Grundrechte sollen hier charakterisiert sein mit den Städten, von denen aus die Sicherheit des Menschen, sein Grundrecht auf Leben, auf Sicherheit gewährleistet wird, in der Gesellschaft verteilt. Nun wird man gleich sehen, dass die Bedingungen der wirtschaftlichen Arbeit ganz andere sind als die Arbeit eines Forschers oder die Arbeit eines
Schulwesens einer Hochschule. Ich möchte damit beginnen, ganz kurz zu betrachten, das, was wir hier als Wirtschaftseinrichtungen haben. Und zwar das, was hier mit diesen blauen Symbolen charakterisiert ist. Wir haben heute bereits sehr viele Einrichtungen, die durchaus kooperieren, und ohne Kooperation kann man keine wirklich kostengünstige Produktion auf die Beine stellen. Das wird jeder einsehen, und insofern besteht der Trend zum Zusammenschluss von verschiedenen Wirtschaftseinrichtungen. Und die Gegentendenz ist allerdings, dass wir große Konzernbildungen haben, große Branchenverbände, die dann wiederum konkurrieren, also in einer Art Wirtschaftskampf stehen. Und das steht eigentlich gegen die Ökonomie. Aber wenn wir im sachlichen Sinne das anschauen, müssten wir sagen, die einzelnen Betriebe müssten durchaus miteinander kooperieren, nicht konkurrieren. Man kann sich das vorstellen, dass bei aller Eigenständigkeit dieser Wirtschaftseinrichtungen die verschiedenen Branchen miteinander in Zusammenhang treten, Branchenverbände bilden und trotzdem eine gewisse Innovation und eine Konkurrenz der Ideen eben möglich ist. Und dieser Zusammenschluss auf rein wirtschaftlichem Felde, das bedeutet, dass erforscht werden muss, was brauchen die Menschen? Was ist der wirkliche Bedarf der Menschen? Ansätze sind durchaus vorhanden. Und das Zweite ist, was kann wirklich produziert werden? Was ist die wirtschaftliche Kapazität? Und wenn wir diese Dinge einfach einmal versuchen zusammenzuschauen, dann würde sich ergeben, dass eine Zusammenfassung aller wirtschaftlichen Einrichtungen auf den verschiedensten Gebieten langsam von unten nach oben kooperierend, sich zusammenschließend, einzelne Gesprächsorgane bildet, die letztendlich dann zu einem Organ zusammengefasst werden können, wo ausschließlich die Möglichkeiten der Produktion, die Möglichkeit der vorhandenen Rohstoffe und auch die Bedürfnisse der Menschen nach bestimmten Waren zusammengefasst werden. Man könnte nennen, das ist eigentlich ein Parlament für Wirtschaftsfragen. Man kann das kurz nennen, ein Wirtschaftsparlament. Wenn man ein kleines Gremium aus diesem Wirtschaftsparlament noch herauszieht, herausfiltert, was eine kontinuierliche Arbeit leistet, könnte man dann sogar sagen, das ist ein Wirtschaftsrat, so wie wir ja auch in verschiedenen Gremien eben die große Versammlung der Menschen auf fachlichem Gebiet haben und dann etwas, was in einem kleineren Maße das noch einmal zusammenfasst und berät. Hier in diesem Gebiete der Ermittlung der wirtschaftlichen Möglichkeiten und des wirtschaftlichen Bedarfs darf es sich eigentlich nicht handeln um irgendwelche Machtkämpfe. Denn um im Interesse der Menschen wirklich zu produzieren, nach dem Prinzip mit möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Materie, möglichst viel Gewinn, möglichst viel Ertrag zu erzielen, das ist das Prinzip der Ökonomie, ist jede Art der Konkurrenz, des Kampfes unsinnig, ist volkswirtschaftlich schädlich. Insofern müssten wir hier zu dem Gebiete der Wirtschaft eigentlich hinzuschreiben, das Prinzip der Ökonomie sowie auch das Prinzip der Kooperation, was die beiden Prinzipien verbindet, sodass man sagen könnte, hier wird wirklich für den Bedarf der Menschen produziert. Ein völlig anderes Prinzip der Arbeit ist notwendig für die kulturellen Einrichtungen. Wenn hier ein enger Zusammenschluss notwendig ist, bei aller Verschiedenartigkeit der Produkte, müssen wir sagen, dass für die kulturellen Einrichtungen zunächst mal ganz wichtig ist, die schöpferische Kraft der Menschen, die Initiative, die Fantasie, sowohl auf wissenschaftlichem Gebiete, auf dem Gebiete der Forschung, auf dem Gebiete der Bildung, der Ausbildung. Und dass man sagen kann, hier ist nicht zunächst das Prinzip der Zusammenarbeit, der Kooperation am Anfange der Arbeit, sondern das, was aus den Menschen unmittelbar aus ihrer persönlichen, individuellen Begabung hereinkommt. Aber
Es ist selbstverständlich, dass auch hier die Hochschulen, die Forschungseinrichtungen, die Schulen sich zusammenschließen müssen, je nachdem, welche Aufgabe sich ihnen stellt, und dadurch übergeordnete Gebiete, übergeordnete Gesprächsgremien bilden. Eine Art Hochschulrat könnte man sich vorstellen, auf die einzelnen Länder bezogene Beratung der Schulen, und zwar der Schulen, die vom Staat eingerichtet sind, ganz genauso wie der Schulen, die in freier Trägerschaft arbeiten, die Privatschulen sind, aber dass ausschließlich aus der Sache heraus, aus der pädagogischen Arbeit heraus, aus der Erforschung der augenblicklichen Verfassung von Jugendlichen heraus Menschen ins Gespräch kommen und versuchen zu ermitteln, die zeitgemäße, die menschengemäße Pädagogik zu erstellen und die entsprechenden Verträge auch zu schließen, dass der Übergang von einer Schule zu einer anderen möglich ist. Das heißt also, das Prinzip der geistig Tätigen, der kulturell Tätigen ist nicht zunächst das Prinzip der Ökonomie, sondern das Prinzip der Freiheit und der Initiative. Der Fantasie, die auf der Grundlage der einzelnen menschlichen Begabung eine Rolle spielt. Wenn wir nochmal auf das Gebiet der Wirtschaft schauen, müssen wir sagen, alles wirtschaftliche Geschehen baut auf der Natur, auf den Naturgrundlagen und auf den vorhandenen Rohstoffen. Und insofern hat jede Wirtschaft eines Landes einen anderen Charakter. In Mitteleuropa hat die Wirtschaft eine andere Grundlage wie in den afrikanischen Ländern oder in Ländern, die sehr viel mehr um sich herum haben. Also davon wird sehr stark die Wirtschaft geprägt. Das ganze Kulturleben wird geprägt durch die speziellen Begabungen der Menschen, die in einem Volke zusammen sind. Auch durch die ganze geschichtliche Vergangenheit eines Kulturlebens in einem Volke, sodass man sagen kann, so wie hier die Grundlage für die Wirtschaft die Natur ist und alles, was an Rohstoffen heraufgefördert wird, verarbeitet wird, hier seinen Weg nimmt in die verarbeitende Industrie, dann den Weg zum Käufer, zum Konsumenten nimmt und irgendwann wieder als Müll in die Natur herunter transportiert wird und hier auch heute entsorgt werden muss und dadurch eine neue Industrie bildet, müssen wir sagen, das, was im Kulturleben stattfindet, da haben wir es eigentlich mit einem unmittelbaren Zusammenwirken von Menschen zu tun. Selbst wenn die Menschen Material brauchen, um ihre Forschung zu betreiben, um Kultur zu betreiben, es sind Menschen, Menschen mit ihren Fähigkeiten. Und das, was an der zentralen Stelle des Menschen eine Rolle spielt, um eine möglichst lebendige, innovative Kultur zu gestalten, heißt einfach, dass der menschliche Geist eigentlich dasjenige ist, insofern er als Begabung bei den Menschen erscheint, was dem wie polar gegenübersteht, was in der Wirtschaft aus der Natur herausgeholt werden muss, um eine produktive Wirtschaft zu gestalten. Hier handelt es sich darum, dass der Mensch als geistiges, bewusstes Wesen seine geistigen Veranlagungen zutage fördert und sie in der Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch zur Erscheinung bringt. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Auch das muss natürlich geregelt werden in einer Gesellschaft. Und diese Regelung, die erfolgt selbstverständlich auch in einer Vielfalt von Gesprächen. Und zwar nicht erst in einer Art zentralem Parlament, wo Politiker aus Bereichen, die von der Sache nichts verstehen oder zu weit weg sind von einer wirklichen Kulturarbeit, sondern dass das eigentlich geschehen kann durch die Menschen, die sich durch die verschiedenen Bereiche, verschiedene Gesprächsgremien, Vereinbarungsgremien schaffen, Verträge auch untereinander bilden, Verträge schaffen und im Rahmen einer allgemeinen Kultur- und Bildungsgesetzgebung sich so etwas herausbilden kann, dass alles, was hier mit Kultur bezeichnet ist, man sagen kann, das findet auf höchster Ebene auch seine Erscheinung in einer Art Kulturparlament. Das heißt, dass man darüber spricht, was
im Kulturleben, im Bildungsleben, im schulischen Leben notwendig ist, was geschieht, was zu empfehlen ist. Und man könnte auch sagen, noch ein etwas übergeordnetes Organ kann dann eine Art Kulturrat bilden. Auch hier muss man sagen, hat das Politische, alles was mit Macht zu tun hat, was den Menschen als Gleicher untergleichen einordnet und was auch notwendig ist, nichts zu suchen. Zunächst. Und so stellen sich eigentlich hier zwei Dinge gegenüber, einfach aus der sozialen, gesellschaftlichen Entwicklung, diese wirtschaftliche Kompetenz und die Kulturkompetenz, die sich ergeben muss aus einer gesammelten, von unten nach oben zusammengetragenen Fülle von Einsichten und Problemen, so wie sich hier ein Wirtschaftsparlament herausgestalten könnte, aus dem Zusammentragen der wirtschaftlichen Aufgaben und Probleme. Das, was heute gemischt ist, was nicht auf eine so direkte Weise in unserem heutigen Parlament auftritt, das ist dasjenige, was hineingemischt ist in diese verwaltungs- und politische Ebene. Und wo wir jetzt sehen, wenn wir alle Aufgaben, die heute noch von einem Parlament, einem Einheitsparlament, was weniger ermittelt, was in der Basis passiert, sondern mehr von oben nach unten dirigiert, wenn wir da eine Lösung suchen, müssen wir sagen, alles herausnehmen, was wirtschaftliche Aufgaben sind, die Männer, die vom Fach sind und Frauen, die vom Fach sind, das unter sich regeln lassen, alles, was Kulturaufgaben sind, Kulturprobleme sind, herausnehmen aus dem Einheitsstaat und es bleibt etwas übrig, was dann die reinen Grundrechte des Menschen sind, die auf den Grundbedürfnissen des Menschen aufbauen, nach Sicherheit, nach Gleichheit, nach Gehörtwerden, nach den ganz elementaren Lebensbedürfnissen. Und da haben wir hier in der Mitte dasjenige, wo man sagen kann, natürlich Kommunalparlamente, Landesparlamente, die diese politischen Aufgaben regeln müssen, sind ja vorhanden. Aber sie überschreiten ihre Kompetenzen, sie greifen in das Kulturleben ein, sie machen Prüfungsordnung, sie schreiben vor, welcher Unterrichtsstoff in den Schulen bewältigt werden muss. Absolut unsinnig. Von einer nicht kompetenten Stelle wird etwas an Menschen herangebracht, was eigentlich nur die Menschen, zum Beispiel als Lehrer, aus dem Zusammensein mit den Schülern entscheiden können. Aber eine Sache muss sein. Und das ist, dass das Recht eines Schülers nach Ausbildung gewährleistet sein muss. Und da ist eigentlich selbstverständlich, dass man das Prinzip der Gleichheit walten lassen muss. Nicht der Gleichheit der inhaltlichen Ausbildung und Schulung, weil es den Menschen gleichschaltet und seine eigenen schöpferischen, innovativen Kräfte lähmen würde. Aber das Prinzip der Gleichheit muss zum Beispiel im Schulleben angewendet werden, egal in welcher Region, dass man sagt, dass alles, was das Rechtsbedürfnis der Menschen betrifft, nach Recht auf Chancengleichheit, eine Staatsschule, eine Privatschule, eine Ersatzschule, eine freie Schule zu besuchen oder eine Ausbildung zu machen in einer praktischen Lehrwerkstätte oder ein Studium zu beginnen, das muss eigentlich von vornherein auf die Grundlage der Gleichheit gestellt sein. Und das sind die eigentlichen politischen Aufgaben. Und dazu gehört selbstverständlich auch eine Art Parlament, wo die Dinge besprochen worden im echten Sinne. Und da kann man sagen, das ist das politische Parlament oder auch der politische Rat. Und insofern man die Grundlagen für eine gleichberechtigte Kulturarbeit miteinander besprechen muss und beschließen muss auf der Grundlage des volkswirtschaftlichen Reichtums, wird man dann auch sehen, dass man gemäß der Besucherschaft einer Schule, durch die Schüler, durch die Studenten gesteuert, auch die Finanzierung dahin lenkt, wo die Studenten, die Schüler eben sich am besten unterrichtet und ausgebildet erleben. Sodass also nur die Rahmenbedingungen für die Schule, für die Erziehung, für die Ausbildung, für die Forschung beschlossen werden können. Aber wie geforscht wird, wie ausgebildet wird, welche Lehrinhalte vermittelt werden, das muss absolut im Sinne und im Belange der Freiheit stehen von Menschen, die unmittelbar pädagogisch oder ausbildend tätig sind.
Hier, wenn wir das Prinzip der Gleichheit anwenden, dann müssen wir sagen, das Prinzip der Gleichheit gilt nur für die Rahmenbedingungen. Und wenn Gesetze beschlossen werden, müssen sie für alle Menschen gültig sein. Ich möchte das als Beispiel nehmen, dass wir das Recht haben, uns auf den vorhandenen Straßen frei zu bewegen. Das ist gleiches Recht für jeden Bürger, für jeden Autofahrer. Aber der Staat würde niemals wagen, hineinzureden, in welche Richtung ich fahre, ob ich von Stuttgart nach Hamburg oder nach Berlin fahre. Das ist absolut unsinnig. Und genauso unsinnig ist es, wenn der Staat hier dem einzelnen Schüler vorschreibt, welche Ausbildung, welche Schule er zu besorgen hat. Sondern er muss die Grundlage für Ausbildung, für schulische, für Studentenausbildung zur Verfügung stellen, gemäß der Anzahl der Studenten, die in einer Einrichtung sich ausbilden lassen. Und da wird das Prinzip der Gleichheit als Grundlagen zur Verfügung stellen, kombiniert mit dem Prinzip der Freiheit. Aber es muss von vornherein auseinandergenommen werden. Ich möchte noch einen kurzen Blick auf die Wirtschaft werfen und sagen, wie eine ökonomische Form der Zusammenarbeit stattfinden kann. Wir haben zum Beispiel Taxiunternehmen in jeder Stadt. Es gibt selbstständige Taxifahrer, es gibt Taxiunternehmen mit mehreren Wagen, aber sie sind einer Zentrale angeschlossen. Und ein ökonomisches Nutzen der in einer Stadt vorhandenen Taxen geht über Zentrale. Der einzelne Fahrer ist frei, sich seinen Fahrgast auszusuchen, aber es wird kooperiert und dadurch ist die vorhandene Menge der Taxen möglich und es findet in einer ökonomischen Form statt, eben die Verteilung in einer Stadt. Und diese Form der Zusammenarbeit, die ist auch durchaus möglich, zum Beispiel in der Autoindustrie, dass man sagen könnte, auch wenn verschiedene Autotypen produziert werden, die Autoindustrie könnte sich zusammenschließen und fragen, wenn ein neuer Wagentyp produziert wird, wie groß ist der mögliche Gesamtbedarf? Und man schaut, welche Fabrikationsanlage hat noch Kapazitäten frei. Nicht, dass man bei einer Firma neue Hallen, Produktionseinrichtungen baut und in einem anderen Betrieb müssen diese Einrichtungen geschlossen werden. Das ist volkswirtschaftlich ruinös. Also das könnte eine Möglichkeit sein, dass solche Dinge in einem Wirtschaftsparlament beschlossen werden, wenn man sagt, Grundprinzip einer gesunden, leistungsfähigen Volkswirtschaft ist die Kooperation und nicht die Konkurrenz. Ein weiterer Gedanke ist, dass man sieht, wenn man sehr ökonomisch produzieren möchte, dann würde man sagen, die vorhandenen Maschinen, die vorhandenen Modelle, zum Beispiel in der Autoindustrie, werden immer weiter produziert ohne Innovation. Dann würden wir keinen technischen Fortschritt haben. Das heißt, man sieht, man braucht Konkurrenz. Aber diese Konkurrenz ist eigentlich etwas, was vom Charakter her nicht aus der Produktion selber kommt, sondern das kommt in die Produktion hinein durch die schöpferische Ideenbildung der Menschen, durch die Ingenieure, durch die Erfinder. Und insofern sehen wir, dass innerhalb einer materiellen Produktion auch das Element des Geistigen, des Schöpferischen, des Innovativen notwendig ist. Und diese drei Grundelemente, die ich hier für das Gesamtgesellschaftliche aufskizziert habe und wo man sagen müsste, hier in der Mitte bleibt nur wirklich das übrig, wo die Menschen ihre Sicherheitsbedürfnisse als Gleicher unter Gleichen, ihre Rahmenbedingungen suchen und vertreten haben möchten, die stehen in einem gewissen Gegensatz zueinander. Durch die Verfilzung von Menschen, die in der Wirtschaft stehen und Menschen, die in der Politik stehen, findet eben gerade die Wahrung des allgemeinen menschlichen Bedürfnisses nach Sicherheit, nach Gesunderhaltung, nach Schutz der Natur nicht statt.
Das sind die sogenannten Verfilzungsaffären, die sich jährlich häufen und wo man sieht, es ist eigentlich ein Personalfilz, es ist ein Verwaltungsfilz, der gerade unmöglich macht, dass hier die Menschen, die die elementaren Bürgerrechte vertreten, nach gesunder Luft, Boden und so weiter, dass die eigentlich sich die Aufgaben der Wirtschaft zu eigen machen und sagen, wir müssen die Wirtschaft fördern, damit hier die Menschen scheinbar in Wohlstand weiterleben können. Und dieses Prinzip, was Rudolf Steiner 1919 als erstes entwickelt hat, dass er sagte, die Grundlage des ganzen Wirtschaftslebens ist die Natur und die Grundlage des ganzen Kulturlebens ist die Begabung der Menschen. Das steht in einem gewissen Widerspruch, der zunächst mal dazu führen sollte, dass man das auseinandernimmt. Und jetzt bleibt, wie gesagt, in der Mitte übrig dasjenige, was die allgemeinen Rechtsbedürfnisse des Menschen sind. Und wir haben heute durchaus die Bestrebung von einsichtigen Politikern, dass die Tendenz der Wirtschaft, sich ständig auszuweiten, ständig mehr Naturschätze auszubeuten, die Luft, das Wasser zu möglichst billigen Produktionsgrundlagen zu verwenden, dass hier durchaus die Aufgabe des politischen Parlaments, des Rechtslebens besteht, diese Wirtschaft zu begrenzen. Das politische Leben hat die Aufgabe. Und das sind auch die Anstrengungen der Bürgerinitiativen in den letzten Jahren gewesen, das wirtschaftliche Leben zu begrenzen, weil eine totale, auf billige Produktion ausgerichtete Wirtschaft zu den enormen Schäden geführt hat bereits und immer weiter führen würde, die wir besonders in den Ostländern, aber auch in den Westländern beobachten. Also von hier müssen wirklich durch die Sicherheitsbedürfnisse, die allgemeinen Lebensbedürfnisse der Menschen Grenzen gesetzt werden. Wie weit man die Grenzen setzt, das müssen die Menschen entscheiden. Und das ist wiederum die Verhandlung zwischen den Vertretern der Menschen als echte, reine Politiker gegenüber den Vertretern der Wirtschaft, die sagen, wir müssen möglichst einfach und möglichst ohne komplizierte Anlagen hier produzieren. Das ist ein Kampf, der stattfindet. Der findet heute auch statt. Nur, er würde in einer viel klareren, überschaubareren Form stattfinden, wenn man hier die Vertreter der Wirtschaft hat, die gegen die allgemeinen Grundrechte der Menschen stehen. Auf der anderen Seite sehen wir das, was ich vorhin schon angeschnitten habe, dass das politische Leben durch bestimmte Grundrechte zeigen muss, wie weit hier eigentlich elementare Möglichkeiten der Ausbildung, der Forschung, des Kulturlebens, der Art, der Kunst gefördert wird durch rechtliche Grundlagen und wo auch gesagt werden muss, wie weit muss dem Kulturleben hier Geld zur Verfügung gestellt werden, wenn das Kulturleben und zwar jede einzelne Einrichtung Ansprüche stellt an die Gesamtwirtschaft, das heißt an die Erträge der Gesamtwirtschaft. In Form von bestimmten Finanzetats. Das heißt also, die Politiker haben die Aufgabe zu ermitteln, wie groß ist der Gesamtertrag der Volkswirtschaft, wie viel kann von dem wirtschaftlichen Erträgnis zur Verfügung gestellt werden für die Kulturarbeit, Bildung, Erziehung, Forschung, Kunst und so weiter. Das ist die Aufgabe. Aber das Parlament, das politische Parlament, muss sich total enthalten einem Eingriff in die Inhalte der Ausbildung, Forschung und so weiter. Und wenn man das sauber auseinandergliedert, würde auch hier durchaus eine Auseinandersetzung stattfinden, dass von den Vertretern der Kultureinrichtung Forderungen entstehen an den sogenannten Staat, also an die politische Einrichtung, zu vermitteln, dass aus dem gesamten wirtschaftlichen Ertrag in Form von Steuern oder anderen Formen hier genügend herüberfließt, genügend Etat zur Verfügung gestellt wird, dass hier wirklich die Kultur arbeiten kann. Das ist durchaus möglich, dass auch hier eine Verhandlung stattfinden wird, wenn zum Beispiel die Vertreter der Wirtschaft sagen, wir brauchen fantasievolle, innovationsfähige Menschen. Das ist berechtigt. Wir brauchen ausgebildete Fachleute. Sie werden dann direkt sich an die Menschen wenden, die hier im Kulturleben tätig sind. Und das ist notwendig, dass die Vertreter der Wirtschaft also ihre Bedürfnisse nach Facharbeitern, nach gut ausgebildeten Wissenschaftlern herantragen. Das wird ein direktes Gespräch sein. Aber auf welcher Grundlage das dann geschehen kann, nicht, dass man sagen kann,
Hier, das muss ja auf eine vertragliche Grundlage gestellt werden. Das braucht dann wieder ein Gesetz, dass man sagen kann, gut, wenn ihr hier kreative Menschen braucht, dann genügen 10 Schuljahre nicht, sondern müssen wir eben 12 Schuljahre haben und das muss finanziert werden. Also muss aus dem wirtschaftlichen Gesamtertrag, auf welchem Wege auch immer, entweder durch Direktfinanzierung oder durch Steuern, es geht nur um das Prinzip hier, den Ausbildungseinrichtungen so viel Geld zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise dem einzelnen Schüler und Studenten zur Verfügung gestellt werden, dass er diese Ausbildung im besten Sinne machen kann. Aber die Fixierung der Gesprächs- und Verhandlungsergebnisse, das ist dann ein Politikum. Wenn es heißt, also wir einigen uns in der Bundesrepublik auf 12 Schuljahre oder auf 13 Schuljahre, dann ist das ein Gesetz und das muss dann für alle gelten, denn der einzelne Schüler muss das dann einklagen können, dass sein Schulbesuch bis zum 12. Schuljahr auch finanziert wird. Und das ist eine Rechtsgrundlage. Und diese Vorbereitung dieses Rechtes, das heißt Gespräch zwischen den Vertretern des Ausbildungslebens und zwischen den Vertretern der Wirtschaft. Aber die Festlegung, die Fixierung und dann auch das Geltendmachen der einmal beschlossenen Gesetze, das ist eine Angelegenheit des Rechtslebens. Während wenn aus dem Rechtsleben allein aus machtpolitischen oder weltanschaulichen Überlegungen, wie es heute noch der Fall ist, hier einfach von vornherein, ohne zu sehen, was wirklich die Notwendigkeiten sind, Gesetze gemacht werden, Vorschriften für Prüfung, für Bildung, dann kann letztendlich das nicht stattfinden, was eigentlich in einem möglichst umfangreichen Gesprächsaustausch stattfinden müsste. Man kann ein weiteres Beispiel nehmen, Ausbau des ganzen Straßensystems, wo man sagen kann, ich habe das Recht, Straßen zu haben, Straßen zu benutzen. Das muss eigentlich auch besprochen werden zwischen den Menschen als Nutzer der Straßen und zwischen den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das heißt also, Gespräche zwischen diesen drei Gremien sind notwendig. Aber die Voraussetzung, dass überhaupt eine klare Sicht entsteht, was ist denn überhaupt heute pädagogische Notwendigkeit, was ist auf der anderen Seite wirtschaftliche Möglichkeit, das sollte auf rein fachlicher Ebene zunächst einmal vorgeklärt werden, bis in ein so hochgeordnetes Gremium. Und dann, und jetzt kommt das Nächste, dann kann das wieder zusammengeschaut werden, sodass man sagen kann, hier gibt es eine Art zusammenschauendes Gremium, was hier als Ergebnis wirtschaftlicher, kultureller Beratung und politischer Möglichkeit als eine Art Integrationsorgan dann wieder zusammengeschaut wird. Und die dafür sorgen, dass auf der einen Seite das ganze Kulturleben zu einer klaren Erscheinung kommt in solchen Gremien, und zwar nicht nur auf der höchsten Form, wie ich das schon dargestellt habe, sondern auch auf untergeordneten Ebenen des Schulwesens und so weiter. Und dieser Integrationsrat, der würde aber in erster Linie, genauso wie hier diese einzelnen Parlamente sich zur Aufgabe machen, zu ermitteln, was ist möglich, was ist vorhanden an Bedürfnissen, an Möglichkeiten, an geistiger Begabung in einer Bevölkerungsschicht. Sodass wir eigentlich hier ein umgekehrtes Prinzip entdecken, das nicht von oben nach unten regiert wird durch eine Minderheit von Menschen, die ein sehr eingeschränktes Weltbild haben, eine sehr eingeschränkte Sicht einzelner spezieller Bevölkerungsgruppen, weltanschaulicher Interessen oder machtpolitische Interessen, weil sie immer sagen, um diese Dinge durchzusetzen, brauchen wir die Macht, sodass also ungeheuer viel volkswirtschaftliches Kapital an Geld verschwendet wird für diese Machtkämpfe. Sondern dass wir sagen können, hier auf der untersten Ebene müssen die Menschen sich abklären, müssen ihre Probleme, ihre Möglichkeiten langsam von unten nach oben heraufreichen, müssen sie zur Erscheinung bringen und dann, wenn sie wirklich in ihrer ganzen Größe zur Erscheinung gekommen sind, kann man über die Lösung der einzelnen Aufgaben und Probleme sprechen.
sodass wir also das Prinzip umdrehen und sagen, hier wird von unten nach oben ermittelt, zur Erscheinung gebracht, sichtbar gemacht, auf dieser Ebene dann auch verhandelt, aufgrund einer möglichst umfangreichen sozialen Erforschung der Gegebenheiten. Und was dann hier ausgehandelt wird, das wird wieder zurückgegeben als Empfehlung nach unten. Das heißt, dass also Beschlüsse im Wirtschaftsparlament zunächst mal als Empfehlungen zurückgegeben werden. Und wenn man feststellt, dass die wirklich auf der Grundlage einer möglichst umfangreichen Erforschung der Gegebenheiten zustande gekommen sind, wird ein vernünftiger Unternehmer wird sich auch einigermaßen versuchen, danach zu richten. Und das ist ein völlig anderes Prinzip, als wenn hier von oben nach unten dirigiert und befohlen wird. Vor allen Dingen hier im Kulturleben muss man sagen, alles, was ermittelt wird an Problemen der jungen Generation, des ganzen Kulturlebens, wenn man sieht, wo die Probleme sind, wo die Möglichkeiten sind und Empfehlungen nach unten gegeben würden, dass man zum Beispiel sieht, dass die Zahl der Schüler im Abnehmen begriffen ist, dass man nicht Weisungen erteilt, was zu geschehen ist, sondern dass man Empfehlungen gibt, wonach sich dann die einzelnen Einrichtungen, Schulen, pädagogischen Ausbildungsstätten richten können, dann wird hier an der Basis eine ganz andere Möglichkeit entstehen, wirklich in der Praxis die Menschen, die eben dort als Pädagogen, als Lehrer mit den Schülern miteinander arbeiten, ein entsprechendes lebendiges und zeitgemäßes, problemgemäßes Leben und eine Ausbildung durchzuführen. Und damit habe ich eigentlich versucht, ein bisschen zu charakterisieren, wie eine modernere, differenziertere Form der Demokratie heute möglich ist. Und das möchte ich gegenüberstellen gegen der zentralistischen Regierungsform, die pauschal von einer viel zu weit entfernten, sozial entfernten Position aus versucht, die Dinge an der Basis zu regeln, aber eigentlich, wie man heute sieht, scheitert. Sondern wir brauchen zumindest eine differenzierte Politik, wo man sagen kann, eine Demokratie im Kulturleben, die kann schon darin beginnen, dass eine Elternschaft mit den Lehrern, mit den Schülern gemeinsam, ab einem bestimmten Alter, mit den Pädagogen, Ärzten zusammen, ihr Schulleben gestaltet. Und damit lernt, miteinander pädagogisch gestaltend auch demokratisch umzugehen. Demokratie vor Ort. Und dass die verschiedenen ähnlichen Schultypen auch wiederum, wie das heute im Bund freier Schulen durchaus geschieht, miteinander Verhandlungen führen und dann ihr Schulleben eigenständig regeln. Das sind alles mündige Menschen, die mindestens so intelligent sind und vor Ort einfach fachliche Kenntnisse zu haben wie ein Politiker. Aber ihr Vorteil ist, dass sie vor Ort dran sind und die Probleme sehen. Und vor Ort diese Probleme zu regeln, ihre Schule zu entwickeln, zu verwalten, Probleme zu lösen, ist wesentlich einfacher, als wenn irgendein Kultusminister oder ein Ministerium Verwaltungsbeamte bestellt, die neue Prüfungsordnungen, neue Ausbildungs- und Lehrpläne entwickeln. Insofern kann man sagen, ist eine demokratische Form der Entwicklung vor Ort möglich und das Gleiche findet ja heute auch schon in einem gewissen kleineren experimentellen Maße statt, dass auch die Betriebe heute die Arbeiter mitbeteiligen, um ihre Arbeitsformen zu entwickeln, dass man sie ihre Ideen einbringen lässt, dass man die Art der Arbeit von ihnen selbst organisieren lässt und das sind kleine Übungsfelder, die sich möglichst stark auch im wirtschaftlichen Bereich von unten nach oben fortsetzen sollten. Und als Spitzenorganisation aus dieser demokratischen, das heißt also von den Menschen aus gesteuerten Organisationsform, auch Strukturen schaffen, die bis in ein so hohes Koordinationszentrum wie einem Wirtschaftsparlament, einem Kulturparlament oder einem politischen Parlament, was an der Basis auch die ganzen Bürgerinitiativen mit einbeziehen könnte, zur Erscheinung bringt. Und dadurch zumindest einmal eine sachbezogene, man könnte sagen, arbeitsteilige Gliederung in die gesamte Gesellschaft reinbringt. Und das ist etwas, was heute in jedem Betrieb eigentlich gar nicht mehr anders geht. Und deswegen habe ich auf der rechten Seite noch ein bisschen das deutlich gemacht,
kann sagen, auch in einem Betrieb haben wir hier sozusagen die Produktionsebene. Und wir haben auch in einem Betrieb die Verwaltungsebene. Und wir haben in einem Betrieb auch, je nachdem, was produziert wird, die Kulturebene, insofern dort Produktentwicklung gemacht wird, Forschung. Und diese Forschung ist von ganz anderen Menschen bestimmt, hat auch andere Arbeitsbedingungen, wie die Verwaltungsabteilung, die einfach das Ganze des Betriebes regelt. Und selbstverständlich hat eben die Produktionsabteilung, wo wirklich produziert wird, eine ganz andere eigenständige Form und Leitung. Und es wäre unsinnig, man würde die Forschungsabteilung in die Produktabteilung reinsetzen oder denjenigen, der eben wirklich die Produktion leitet, hier zugleich in die Forschung hineinsetzen und hineinreden lassen oder denjenigen, der einfach die Sache organisiert und verwaltet, hier in die Produktionsabteilung. Also diese Vermischung, die kann sich heute kein Großbetrieb mehr leisten. Aber wir leisten es uns heute in der Gesamtgesellschaft, einem viel komplexeren System. Und insofern muss man sagen, es besteht eine dringende Notwendigkeit einer Aufgliederung unserer gesellschaftlichen Organisation und Verwaltung. Und das heißt Aufgliederung in drei ganz elementare Verwaltungsbereiche, in drei ganz unterschiedliche soziale Gebiete, die in der Wirklichkeit unendlich kompliziert zusammenhängen, aber durch das Bewusstsein, durch das soziale Gestaltungsbewusstsein auseinandergegliedert werden können, angeschaut werden können, verwaltet werden können und dann auf dieser Ebene wieder zu einer neuen, funktionsfähigeren Demokratie zusammengefügt werden können. Und das kann man nennen als eine dreigliedrige demokratische Gesellschaftsform. Rudolf Steiner hat damals 1919 mit seinen Freunden in dieser Kampagne, die historisch stattgefunden hat, den Versuch gemacht, zu einer solchen dreigliedrigen Form des ganzen sozialen Organismus anzuregen. Das ist damals von den Menschen noch nicht so umfangreich verstanden worden, dass es geglückt ist. Aber ich habe den Eindruck, es ist dran, dass wir heute zu einer solchen differenzierten demokratischen Form der Gesellschaft vorwärts kommen und nicht in dieser vielleicht für das 19. Jahrhundert noch gemäßen Einheitsdemokratie stehen zu bleiben, sondern dass wir eben zu neuen differenzierten demokratischen Formen kommen. Das ist meine Anschauung und das ist dran. Und Tendenzen in dieser Richtung sieht man überall. So viel mal für das Prinzip, wenn wir nur auf einen gesellschaftlichen Raum schauen, wie es zum Beispiel die Bundesrepublik ist. Und zwar kann man jetzt die Frage stellen, wie geht denn das in den internationalen Beziehungen? Und diese internationalen Beziehungen sind ja nochmal ein besonderes Problemfeld, wo auch da sehr konkrete Vorstellungen vorliegen für einzelne Gebiete. Die haben schon 1919, 1922 vorgelegen. Und es sind jetzt wieder einige Memoranden verfasst worden von anthroposophischen Sozialwissenschaftlern, die in der Richtung gehen, dass man sagt, es gibt eigentlich heute keinen in seinen Grenzen funktionsfähigen Einheitsstaat mehr. Das brisanteste Problem sehen wir im ehemaligen Jugoslawien. Dort sind im Kulturleben unterschiedlichste Religionen, unterschiedliche Völkerschaften, ursprünglich zusammengewürfelt, sie haben sich vermischt. Es sind Wirtschaftsgebiete entstanden, die grenzüberschreitend sind, ja auch im europäischen Raum grenzüberschreitend sind, die also nicht bei der Grenze des ehemaligen Jugoslawiens Halt machen, sondern mit dem gesamten europäischen Wirtschaftssystem verknüpft sind. Sodass man also heute eigentlich sagen müsste, die Menschen, die zum Beispiel einer bestimmten Religionsgruppe in Jugoslawien angehören, im ehemaligen Jugoslawien angehören, warum sollen die durch die nationalen Grenzen beschränkt werden mit ihren Religionsgenossen, zum Beispiel Moslems, in ganz anderen Ländern, sei es in Griechenland, sei es in den anderen angrenzenden Gebieten, ja selbst in Mitteleuropa, sich frei religiös auszutauschen und zu betätigen. Also für
dieses Gebiet der ganzen Religion, ja der ganzen Kultur, müsste man sagen, das muss absolut unbehindert über nationale Grenzen sich weltweit austauschen können. Das heißt, es müssen Personalverbände entstehen können, die ungehindert durch nationale Grenzen weltweit entstehen können. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Religion, auf dem Kulturgebiet, auf dem Gebiet der Forschung entsteht es weltweit. Das heißt, die Grenzen werden durch die Entwicklungstatsachen eigentlich überschritten, national. Und es ist absolut unsinnig, wenn man jetzt auch für Religionsgemeinschaften nationale Grenzen geltend macht. Insofern sehen wir da eine Entwicklungstendenz, die zeitgemäß ist. Und das wieder auf nationale Grenzen beschränken zu wollen, ist etwas, was man sagen könnte, das ist steinzeitlich. Das Gleiche gilt für die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist im Laufe der letzten Jahrzehnte im Wesentlichen weltweit geworden, grenzüberschreitend. Das zeigt sich in dem Bemühen, eine Europäische Union zu schaffen, wo die Grenzen, Zollgrenzen, Kontrollgrenzen wegfallen. Und das ist sinnvoll im Sinne einer ökonomisch arbeitenden europäischen Weltwirtschaft. Nationalgrenzen müssen verschwinden im Zusammenhang wirtschaftlichen Austausches. Sei es für die Konsumenten, sei es für die Produzenten. Wo Nationalgrenzen allein noch eine gewisse Berechtigung haben, könnte man sagen, das ist für ein spezielles Verwaltungsrecht, für ein Wahlrecht, für historisch gewachsene Verwaltungsgewohnheiten, Verwaltungsgemeinschaften. Und so könnte man sich auch vorstellen, dass von einem so gegliederten, dreifach gegliederten Volksorganismus, einem gesellschaftlichen Organismus, die Wirtschaft selbstverständlich, und das geschieht heute, das muss nicht gemacht werden, sondern muss es nur zulassen, wirtschaftliche Verbindungen zu anderen Nationen stattfinden. Sodass einfach hier auch das Wirtschaftsparlament mit den Wirtschaftsvertretern anderer Völker korrespondieren kann, Verträge schließen kann auf wirtschaftlichem Felde. Genauso muss man sagen, hier Menschen, die im Kulturleben tätig sind, auf dem Schulgebiete, auf dem Forschungsgebiete, selbstverständlich, falls es sich um Verträge größeren Stiles handelt, dass die mit den Vertretern des Kulturlebens, des Forschungs- und Wissenschaftswesens mit anderen Ländern selbstständig verhandeln können, Austausch haben können. Nur das, was eben die Verwaltungseinheit, die gewachsene, historisch gewachsene Verwaltungseinheit eines Volkes, das kann auf seinen Nationalgrenzen durchaus beharren. Und so sieht man, dass man eigentlich auch Probleme von dieser Dimension, wie sie zum Beispiel jetzt in ehemaligen Jugoslawien sich gebildet haben, hätte rechtzeitig in die Wege leiten können, dass man einen unbegrenzten Austausch der verschiedenen Religionsgemeinschaften hätte schützen, fördern müssen, damit nicht dieser Krieg zu einem Aufgliedern des ehemaligen der jugoslawischen Gesellschaft in winzige kleine Kantone notwendig wird. Das ist eine unsinnige Entwicklung, die da stattfindet. Und wenn man sowas probieren würde, wie man das da unten probiert, es muss notwendigerweise zum Krieg führen. Und das gilt für alle anderen Länder, die heute nach Unabhängigkeit streben. Das gilt auch für die östlichen Länder, die aus der ehemaligen Sowjetunion, aus dem Ostblock herausgetreten sind und versuchen, ihre Selbstständigkeit zu gewinnen. Da muss man sagen, das Verständnis ist selbstverständlich vorhanden, dass sie ihre kulturelle, ihre geistige Autonomie und Selbstständigkeit gewinnen wollen. Das muss man fördern, uneingeschränkt. Die Selbstständigkeit, die Selbstverständlichkeit, ihre Sprache zu sprechen, ihre Kultur zu pflegen. Aber deswegen muss man nicht die politischen Grenzen verschieben. Man muss auch nicht die Wirtschaft abschneiden, die Eisenbahnlinien durchtrennen, weil man als eine bestimmte Sprachgemeinschaft, Religionsgemeinschaft sich über die Grenzen hinaus verständigen möchte oder in einer gewissen eigenständigen geistig-kulturellen Autonomie sich finden möchte. Das muss man verstehen. Und wenn man diese Dinge nicht trennt, wirtschaftliche Zusammenarbeit, rechtlich-politische, verwaltungsmäßige Begrenztheit und eine auf einer völlig anderen Ebene stattfindenden kulturellen Gemeinschaft, einem religiösen, einem künstlerischen, einem auf der Kultur gewachsenen Leben
Wenn man das nicht auseinandergliedert und sieht, dass das ganz unterschiedliche Eigenschaften hat, ganz unterschiedliche Lebensbedingungen hat, wie ich das hier kurz gezeichnet habe, dass eben wirklich das in Freiheit der Menschen geschehen muss, auch das religiöse Leben, dass hier Kooperation und zwar grenzüberschreitend auch möglich sein muss. Und nur in diesem Gebiete, wo die Menschen in bestimmten Verwaltungsterritorien als Gleiche unter Gleichen versuchen müssen zu leben, dass man, wenn man das nicht trennt, wenn man das nicht funktionell allein schon versucht anzuschauen und zu gliedern, wird man auch zu keiner funktionsfähigen, zeitgemäßen Gesellschaftsform finden. Und deswegen ist diese Grundidee, die hier nur ganz elementar primitiv dargestellt worden ist, etwas, wo ich meine, es ist ein Schlüssel zur Gestaltung. Es ist noch nicht die durchgeführte Gestaltung, aber es ist der Schlüssel zur Durchführung einer zeitgemäßen, gegliederten, demokratischen Form. Und ich möchte das in dem Bilde fassen, dass damit, mit diesem Aufgliedern des ehemaligen, heute immer noch in den Köpfen und in der Praxis vorhandenen Einheitsstaates, des zentralistischen Einheitsstaates, ein Ding gefunden worden ist, was so etwas ist wie das Ei des Kolumbus. Und das kennen wir, die kleine Geschichte. Kolumbus hat in einer Gesellschaft ein Ei genommen, hat es hingestellt, es kippte immer wieder um und hat gesagt, wer schafft es, dieses Ei zum Stehen zu bringen, ohne weitere Hilfsmittel? Keiner vermochte es, er nahm das Ei, schlug es an, hatte eine kleine Delle und dadurch stand es. Und so kann man auch sagen, ist diese aufgegliederte Gesellschaft in drei eigenständige, relativ eigenständige Verwaltungsbereiche so etwas, was eine Eigendynamik mit einer eigenen Korrekturfähigkeit entwickeln kann, was an die Stelle einer nicht mehr zeitgemäßen, nicht mehr lebensfähigen, zentral gesteuerten Demokratie treten kann. Wie soll das Kulturparlament oder die drei Parlamente jeweils gewählt oder sind das verschiedene Wege und vielleicht auch noch im Zusammenhang mit Subsidiaritätsprinzip auf Deutsch ausgedrückt vielleicht? Ja. Ich kann nur sagen, wie es sich in der Praxis herausbildet, dass zum Beispiel die Waldorfschulen ihren Bund der Waldorfschulen bilden, eine Verwaltungsgemeinschaft. Ja, das hat nichts zu tun, dass der Bund der Waldorfschulen vorschreibt, was unterrichtet wird. Aber es ist eine Gemeinschaft, die auch gemeinsame Gelder verwaltet, die eine Vertretung gegenüber der Öffentlichkeit darstellt. Das ist der Bund der Waldorfschulen. Aber dieser Bund der Waldorfschulen ist wiederum zusammengeschlossen mit anderen freien Schulen, Konfessionsschulen, pädagogischen Schulen mit Experimentiercharakter und die bilden den Bund der freien Schulen. Das ist ein übergeordnetes Gremium. Und so zeigt sich, dass jeweils von den einzelnen Schulen, zum Beispiel den Bund der Waldorfschulen, Vertreter hingesendet werden. Also das Delegiertenprinzip. Jede Schule wählt den fähigsten Mann, den sie hat und schickt ihn dann zu den Versammlungen des Bundes. Und aus den Bund der Waldorfschulen, aus den anderen freien Schulen, den Schulen in freier Trägerschaft, werden auch Delegierte geschickt, um ihre Interessen dann in dem übergeordneten Bund der freien Schulen zu vertreten. Und so zeigt sich, nach dem Delegiertenprinzip, und zwar aus fachlicher Kompetenz, nicht aus politischer, sondern aus fachlicher Kompetenz heraus, ein immer höheres Gremium, was sich herausbildet. Und so muss man sich das vorstellen, dass dann auch von anderen Kultureinrichtungen, Hochschulen, Fachhochschulen, solche Delegierten gewählt werden, auf Landesebene, auf Bundesebene, die dann ein solches Kulturparlament als Delegierte mitbesetzen und dort ins Gespräch kommen miteinander. Steiner erwähnt das Prinzip der Kooptation im Geistesleben. Das heißt also, dass die führenden Leute quasi ihre eigenen Nachwuchs zu sich holen. Das ist also mehr von oben nach unten versteht. Aber das gilt nur für bestimmte kulturelle Einrichtungen. Das gilt nicht für das politische Leben. Denn das, was hier geschieht, bekommt ja einen politischen, allgemeingültigen Charakter. Und da gilt das Delegationsprinzip. Das Kooptationsprinzip ist, wenn ich zum Beispiel eine Forschungseinrichtung habe und sage, mir geht es darum, in einer bestimmten Richtung etwas zu erforschen, dann muss ich mir die Mitarbeiter aussuchen können, die ich für fähig halte, an meinem Projekt mitzuarbeiten. Das kann nicht mir demokratisch von anderen vorgesetzt werden. Insofern gilt das für das Geistige.
Oder muss man sagen, in einem Theater wird derjenige, der der Chef des Hauses ist, sagen, mit den und den Regisseuren, Dramaturgen kann ich am besten mein Konzept verwirklichen. Er muss die Möglichkeit haben, sich seine Regisseure, Dramaturgen zu wählen. Das kann ihm nicht von außen demokratisch durch ein Stadtparlament vorgesetzt werden. Das ist der Unsinn. Nicht, dass heute Stadtväter Regisseure und Intendanten auswählen, die nichts davon verstehen von Kultur. Und dann gibt es die entsprechenden Klasse jeweils. Aber wie gesagt, für das speziell geistige Forschen, da muss ich die Möglichkeit haben, als Forscher, als Wissenschaftler, mir mein Kollegium zusammenzustellen. Das ist dann an der Idee orientiert, an der Konzeption orientiert. Da gilt das Kurzsitzprinzip. Da würde ich sagen, da gilt nicht das demokratische Prinzip, wo von unten nach oben mir jemand ins Haus gesetzt wird. Das wir zum Beispiel auch hier bei bestimmten städtischen Jugendhäusern haben. Nicht, dass die Verwaltungseinrichtungen die Mitarbeiter in die Jugendhäuser hineinschickt, die dann untereinander nicht miteinander arbeiten können. Das funktioniert dann nicht. Während wir haben zum Beispiel gemessen an der Aufgabe, die wir uns hier im Forum 3 gestellt haben, auch das Kooptionsprinzip. Dass wir als kleines Kollegium sagen, wen brauchen wir, wer kann am besten noch diese Aufgabe der Jugendarbeit erfüllen, in der Art, wie wir das uns hier als Ziel gesetzt haben. Und dann müssen wir die Leute aussuchen, die für diese Aufgabe passen. Das ist das Kooptionsprinzip. Nicht? Ich würde sagen, das gilt auch für einen Betrieb, für einen Wirtschaftsbetrieb, dass bis zu einem gewissen Grade eben die Leute, die die Leitung eines Betriebes haben, sich die Mitarbeiter aus rein fachlicher Sicht aussuchen müssen. Ja? Wenn man da eine Betriebsversammlung machen würde, nicht? Nehmen wir an, ein Betrieb hat 2000 Mitarbeiter und sagt, wen wählt ihr denn als neuen Einkaufschef? Das würde wahrscheinlich schief gehen. Sondern da, wo es um fachliche Kompetenz geht, da muss man dieses Prinzip mit dazu nehmen. Es gilt nicht ausschließlich. Wenn ich sagen würde, in einem Betrieb mit 2000 Mitarbeitern müssen die allgemeinrechtlichen Dinge, zum Beispiel Bezahlung, wie verteilt man das vorhandene Geld oder den Ertrag? Nicht, wenn man eine Kalkulation macht, muss man die Gehälter vorausbestimmen, aber man kann am Jahresende schauen, was haben wir wirklich erwirtschaftet oder wie viel ist tatsächlich minus gemacht worden. Darüber, da ist ja jeder Mensch als Gleicher unter Gleichen betroffen in seiner Existenz. Da würde ich sagen, das kann gemeinsam entschieden werden. Und ich bin der Meinung, dass bei einer genügenden Erfahrung auf dem Sektor auch eine Arbeiterschaft sagt, wenn Sie einen guten Betriebsleiter haben, einen guten dynamischen Unternehmer, der sich voll einsetzt und den Betrieb vorwärts bringt, dass auch eine Arbeiterschaft von 2000 Menschen bereit wäre, einem solchen Unternehmer ein Jahresgehalt von 200.000 oder 300.000 Mark zu zahlen. Und selbst vielleicht mit einem Monatsgehalt von 3.000 Mark zufrieden zu sein. Also selbst vielleicht nur 30.000, 40.000 Mark als Jahresgehalt zu beanspruchen. Ich bin überzeugt und ich weiß, es funktioniert. Weil man sieht, die unternehmerische Kraft und Fähigkeit eines Mannes, die dient ja auch der Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes. Und wenn man das durchsichtig macht, und das muss man allerdings lernen, das muss man durchschaubar machen, was ist denn der Wert eines genialen Unternehmers, eines genialen Betriebsleiters? Der rein wirtschaftliche Wert, nicht der durch seine Einfälle, durch seine Menschenkenntnis die richtigen Leute auswählt und dadurch eigentlich für die Lebensfähigkeit des Betriebes sorgt. Und da meine ich, das ist eine Sache, die man demokratisch beschließen kann, dass man sagt, hier jeder Mitarbeiter kriegt eben ein Grundgehalt, was weiß ich, von 3.000 Mark, aber Abteilungsleiter und Betriebsleiter, weil sie eben eine größere Verantwortung haben, vielleicht auch einen größeren Einsatz bringen, den gesteht man aus der Einsicht in die Sache einfach ein höheres Gehalt zu. Das halte ich für möglich. Und ich weiß, dass es in kleineren Zusammenhängen auch geschieht. Und da gilt eben, wie gesagt, das demokratische Prinzip. Wir haben diese Art der Verteilung aber als Schema. Wir haben auf der einen Seite die gewerkschaftlich ausgehandelten Tarifverträge, die aber nicht unbedingt auf die individuelle Leistung eingestellt sind, sondern das ist schematisch.
Und dann haben wir auf der anderen Seite das Unternehmergehalt oder die Leute, die außerhalb der tariflichen Verträge als leitende Angestellte von der Betriebsleitung herangeholt werden. Es sind zwei ganz unterschiedliche Gehaltsgruppen. Und das muss von der übrigen Mitarbeiterschaft akzeptiert werden, ohne einen gemeinsamen Beschluss. Und da meine ich, dass das Ermitteln der Gehälter auf Grundlage der Einsicht in die Lebensbedürfnisse auch von allen gemeinsam, und zwar einschließlich der Betriebsleitung, auch festgelegt werden könnte. Ich weiß, dass es ein harter Verhandlungsprozess wäre, denn es setzt viel Einsichtsfähigkeit voraus. Es geht nicht hoppla hopp. Aber wenn man das schafft, dass wirklich Menschen sich anschauen, fragen, was brauchst du, wie sind die Mietverhältnisse in dieser Stadt, was brauchst du als Unternehmer, als Betriebsleiter, der eben auch mal schnell zu einer anderen Firma, ein anderes Land jetten muss und einfach einen höheren Lebensaufwand hat, dann würde ich sagen, ja, dann wird es einsichtig, dass ein Unternehmer einfach ein höheres Entgelt braucht, wie ein Arbeiter, der einfach nicht viel reisen muss aus beruflichen Gründen, sondern der sozusagen ruhig vor Ort seine Tagesarbeit macht. Das ist grundsätzlich einsichtig zu machen. Und das wäre die Grundlage dann auch für das Aushandeln, und zwar betriebsintern. Nicht, dass die Gewerkschaft von außen da reinredet. Oder irgendein Unternehmerverband, sondern dass wirklich die Gemeinschaft der Zusammenarbeitenden das miteinander aushandelt. Und es gäbe auch ein anderes Betriebsklima, wenn man das versucht. Und schauen Sie, wenn man vom Ganzen ausgeht, wenn wir eine Jahreskalkulation machen, ja, sagen, wie viel setzen Sie um, wie viel bleibt an Rohgewinn übrig? Und zwar, jetzt muss man aber anders rechnen, man muss sagen, was sind die Grundkosten zur Herstellung eines bestimmten Produktes in einer bestimmten Menge? Und wird zunächst mal nicht das Gehalt als Unkosten gerechnet, das ist eine andere Denkweise. Ich muss allerdings die Ware so kalkulieren, dass mir am Schluss als Rohgewinn genügend Geld übrig bleibt, damit die gesamte Mitarbeiterschaft, sowohl der einfache Arbeiter wie der Betriebsleiter, davon bezahlt werden kann. Das muss in die Kalkulation einfließen. Aber wenn ich dann sage, ich habe eine Jahresposition kalkuliert von, sagen wir mal, 1 Million D-Mark für eine bestimmte Menge Arbeiterschaft und sage, und von dieser 1 Million D-Mark müssen alle Menschen hier bezahlt werden, dann ist der Blick aller Menschen, der Arbeiter, der Angestellten, des Betriebsleiters auf diese 1 Million gerichtet, die jetzt den einzelnen Menschen gemäß verteilt werden kann, weil man sagt, mehr ist nicht da. Und dann stehen sich die Menschen als Verhandlungspartner, als Menschen mit dem Anspruch auf Sicherung ihres Lebens gegenüber. Und das ist dann das Ergebnis der Gespräche, die geführt werden müssen zwischen den einzelnen Menschengruppen, den Arbeitsgruppen, den Arbeitergruppen, zwischen den Angestellten, zwischen den Gruppen der Betriebsleiter und so weiter, um zu ermitteln, wie kann man das austarieren, sodass der einzelne Arbeiter nicht zu wenig kriegt und der Chef nicht zu viel. Und wenn man auf dieser Basis wirklich Gespräche führt, und das kann viel Zeit und viel Kraft in Anspruch nehmen, kommt man aber zu einer Vereinbarung untereinander zwischen den Menschen, die nachher von allen getragen wird. Und das schafft soziale Stabilität. Alles, was schematisch bestimmt wird, wenn man sagt, der kriegt eben so viel, weil er Unternehmer ist. Basta, kein Gespräch drüber. Und ihr müsst mit, was weiß ich, 3.000 Mark zufrieden sein. Wenn man das so von außen bestimmt, aus einem schematischen Denken, wird es nicht wirklich mitgetragen. Während das andere Verfahren, dass man gemeinsam aus einem Gesamtetat die Gehälter bestimmt, bis zu dem Punkt, dass man auch sagt, und wenn wir im Laufe des Jahres eben ein Minus machen, dann ist jeder bereit, auf einen Teil seines Gehaltes zu verzichten, dann entsteht eine Art Solidargemeinschaft. Und diese Sachen entwickeln sich jetzt in der DDR in einzelnen Betrieben. Dass drüben Unternehmer, weil sie den Betrieb halten wollen, mit den Mitarbeitern und Arbeitern solche Gespräche führen. Und das würde ich für einen gesunden Weg halten. Und die Menschen, die in dieser Situation sind, die vor der Frage stehen, den Betrieb ganz aufgeben oder in Gemeinschaftlichkeit, in Solidarität
bis in das finanzielle Risiko eine Vereinbarung, eine außertarifliche, betriebliche Vereinbarung zu treffen, die werden zu stärkeren Gemeinschaften zusammenwachsen. Und ich meine, dass in dieser Richtung die ganze Entwicklung gehen muss. Welche Rolle bleibt den politischen Parteien bei diesem System? Und wie verhält sich das dann mit der Bestückung des politischen Parlaments? Das werden ja dann nach Fachkompetenz geordnet, lauter Juristen. Na, nach Fachkompetenz werden diejenigen Gremien sein, die hier im wirtschaftlichen oder kulturellen Raum sind. Und die Besetzung des sogenannten politischen Parlaments, ob das jetzt ein Stadtparlament ist, ein Landesparlament, das wird ausschließlich von den Menschen besetzt sein, die die Sicherheit, die Grundrechte des Bürgers beanspruchen. Die zum Beispiel sagen, wir wollen hier in unserer Landschaft kein Atomkraftwerk, weil es nach wie vor einen Unsicherheitsfaktor darstellt. Das ist eine Grundrechtsfrage auf Schutz des Lebens, auf Recht, auf Unversehrtheit des Lebens, wie es im Grundgesetz der Bundesrepublik ja theoretisch uns zugesichert ist. Und das Vertreten dieser Grundrechte, das ist Aufgabe der Bürger, Bürgerinitiativen. Und da würde ich sagen, ob eine Vertretung aus einer Bürgerinitiative oder aus einer Partei kommt, das wird sich eines Tages relativieren. Und die Tendenz geht meines Erachtens dahin. Das heißt, dass die Geschichte läuft scheinbar Ihrer Meinung nach in die Richtung, dass die politischen Parteien immer kleiner werden und verschrumpfen und dass immer mehr Bürgerinitiativen, die auch wieder nach Sachkompetenzen gegliedert sind, hier politisch tätig werden. Ja, das zeigt die augenblickliche Entwicklung ganz stark. Nicht die Auflösung, Zersplitterung der Großparteien, weil sie sich als unfähig erweisen, die Probleme zu lösen. Und dadurch bilden sich kleine Parteien, die zumindest zunächst vorgeben, keine Partei zu sein, nicht, wo es heißt Stadtpartei oder wir machen Politik ohne Parteibuch. Das ist im Grunde eine Versammlung von parteilich nicht gebundenen Bürgern, die einfach ihre Bürgerinteressen geltend machen wollen. Das wird die Richtung sein. Und ich glaube, Menschen, die nur solche Grundinteressen vertreten, die sagen, hier kein Atomkraftwerk, kein Müllheizkraftwerk oder keine Fernstraße, das sind die berechtigten, aus der unmittelbaren Lebenssituation erlebten Bedürfnisse, die sie geltend machen wollen. Da braucht man nicht unbedingt Fachkompetenz, sondern da ist jeder Bürger Fachmann für seine Lebenssicherheit. Nicht, dass ich möglichst reines Trinkwasser haben möchte, da brauche ich kein Fachmann zu sein, das entspricht meinem Lebensbedürfnis. Und das möchte ich geltend machen. Und das möchte ich geltend machen gegenüber der Ansiedlung, sagen wir mal, eines chemischen Werkes, was also viel chemischen Ausstoß hat. Und das ist das berechtigte Grundbedürfnis eines Menschen. Das vertrete ich nicht als Fachmann, sondern als Fachmann habe ich dann den Vertreter der chemischen Industrie gegenüber. Aber ich muss sagen, deine fachlichen Kenntnisse sind mir interessant, aber ich will auf jeden Fall hier, auch wenn die Region wirtschaftlich dann vielleicht nicht so reich wird, aber ich will die Gewissheit haben, dass mein Grundwasser einigermaßen geeignet ist, um es zu trinken. Oder dass der Boden hier nicht verseucht wird und dass die Natur geschont wird. Das ist ein elementares Grundbedürfnis und das kann jeder Mensch vertreten, ohne Fachmann zu sein. Und da steht natürlich Wille gegen Wille. Also mein Wille als Bürger gegen gegen den fachlichen Willen eines Chemiekonzerns. Aber aus dieser Konfrontation der verschiedenen Willen, nämlich mein Bürgerwille nach Sicherheit, nach Lebensgrundlage, das steht gegen den fachlichen Willen eines Fachmanns aus der chemischen Industrie. Aber das ist dann die Verhandlungsebene und dann wird eines Tages eine Verständigung notwendig werden. Aber wenn ich in dem politischen Parlament von vornherein schon mal Freunde der chemischen Industrie drin habe, weil sie von denen hineingehieft worden sind durch Wahlkampfgelder, dann bin ich sicher, dass mein Interesse, mein Lebensinteresse als Bürger dort im Parlament, auch im Stadtparlament nicht vertreten wird. Und deswegen würde ich sagen, muss eine solche Entfilzung stattfinden, dass ich sage, die Wirtschaftsleute, die werden ihre Interessen schon vertreten. Aber ich muss genauso kompetent wissen, da sind Menschen, die wirklich nur meine Bürgerinteressen nach Sicherheit, nach Gewährung der Lebensgrundlagen auch mit einer gewissen Radikalität vertreten.
nach diesem Modell müssten die Parlamentarier gewisse Machtbefugnisse abtreten. Mit welchen Methoden will die Dreigliederungsbewegung vorgehen, um diesen Machtverzicht zu erreichen, beziehungsweise zum Beispiel dieses Kulturparlament zu installieren? Ja, das ist ein Problem des langsamen Wachstums. Also was wir auf jeden Fall heute nicht angehen können oder was ich für illusorisch halte, dass wir in einer Art parteilichen Organisation über die heutige Wahlordnung Macht erringen, Gesetze in das Parlament einbringen, die das durchsetzen, also von oben nach unten durchsetzen. Das halte ich für nicht gangbar heute in der augenblicklichen Situation. Was ich aber für machbar halte, und das geschieht einfach, dass Menschen kulturelle Einrichtungen begründen, eigenständig arbeiten, Kulturstätten gründen, wie wir das hier zum Beispiel im Forum 3 als Jugend- und Kulturzentrum gemacht haben vor 25 Jahren, und die Arbeit so effektiv läuft, weil wir sie selbst organisieren. Und zwar auch im Kleinen nach den von mir beschriebenen Prinzipien. Das wird anerkannt als effektiv. Effektiver wie zentral von außen gesteuerte vergleichbare städtische Einrichtungen. Und wenn gesehen wird von anderen Menschen, dass das effektiver ist, dann werden auch solche Einrichtungen im Laufe der Zeit sich vermehren können. Sie werden untereinander auch Beziehungen aufnehmen, sich zusammenschließen, und sie werden das alte System, das zentral gesteuerte System, langsam von unten nach oben durchwachsen. Das zeigt auch die Waldorfschulbewegung, die Bewegung nach freien Schulen, dass innerhalb weniger Jahre von ursprünglich 30 Schulen ein Wachstum auf 150 Schulen in der Bundesrepublik stattgefunden hat, weil die Menschen es machen, weil sie die vorhandenen Grundrechte auch in Anspruch nehmen, sie auch einklagen, auch das Recht auf Gleichfinanzierung einklagen aufgrund des Artikels 3, der den Menschen ja verspricht, Gleichbehandlung. Und das ist ein langsamer, mühsamer, ich sag mal jetzt, Kulturkampf, der stattfindet. Und auf diesem Wege müssen wir von unten nach oben solche Einrichtungen, die auf der Selbstgestaltung, Selbstverwaltung der Menschen arbeiten, vermehren. Und erst wenn die stark genug geworden sind, wird vielleicht irgendwann das bis in die Gesetzesebene, bis in die politische Ebene zu einem Gesetz werden, dass man sagt, also hier werden eines Tages freie Schulen gleich behandelt, und zwar wirklich gleich behandelt, wie vom Staat begründete Schulen. Heute sind Staatsschulen überprivilegiert, nicht weil sie hundertprozentige Finanzierung bekommen, und alle Schulen in freier Trägerschaft kriegen nur einen Prozentsatz. Das ist eine Ungleichbehandlung, die im Grunde grundgesetzwidrig ist. Und das ist ein langwieriger Kampf, der nicht gewonnen werden kann, indem man nur Forderungen stellt nach Gleichbehandlung, sondern muss zeigen, dass wirklich Schulen und Kultureinrichtungen aus eigener Initiative, wo nämlich hier diese Fantasie und Initiativkraft der Motor ist, dass das wesentlich effektiver ist im Laufe der Zeit, als eben zentral gesteuerte, vom Staat eingerichtete, fernverwaltete Einrichtungen. Und die Trägheit der Bürger, eben Initiative zu ergreifen, trotzdem sie heute genügend Freizeit haben und stattdessen lieber vorm Fernseher sitzen und sich berieseln lassen, die ist ein wesentlicher Grund, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Und deswegen glaube ich, dass erst die Not der Menschen größer werden muss, die Arbeitslosigkeit der Menschen größer werden muss, auch die Zerstörung der Umwelt und damit auch die Vergiftung des eigenen Körpers noch größer werden muss, bis die Menschen so erschüttert werden und zu Fragen kommen, wie man es denn machen könnte, dass sie dann zu einer größeren Eigenaktivität aufgerufen werden. Ich meine, wir müssen intensiv diese Dinge funktionell vorher begreifen. Wir müssen Einrichtungen schaffen, indem wir schon üben, ein gegliedertes Verwaltungssystem. Und das geht auch, dass man in einem Betrieb solche Einrichtungen zum Beispiel gliedert, dass man sagt, hier, wir schaffen zum Beispiel im Forum 3 ein Gremium, was wirklich forscht. Das ist unser geistiger Arbeitskreis, wo die zukünftigen Veranstaltungen besprochen, erforscht werden. Man kann sagen, das ist Projektentwicklung. Ja? Das hat nichts zu tun mit dem Verwalten. Und das, was hier einfach an Verwaltung notwendig ist im Forum 3, das geschieht in einem extra Kollegium, auch in einem extra Rahmen.
Und da, wo praktische Arbeit geleistet wird, handwerkliche Arbeit geleistet wird, die muss ja auch geschehen, das geschieht eben auch in dem Bereich mit den Menschen, die praktisch arbeiten. Also wir haben auch hier im Hause eine solche gegliederte Selbstverwaltung. Und das wird zwar zusammengeschaut, das kommt zusammen letztendlich, aber die Gespräche über das, was machen wir in der Zukunft, was ist im Moment organisatorisch rechtlich notwendig, bis zu dem, was, wie eben die Arbeit im Praktischen durchgeführt wird. Es sind in sich gegliederte Bereiche und das funktioniert. Und wenn Menschen hier mitarbeiten, dann sagen sie, ja, warum ist das nicht so selbstverständlich auch in anderen Betrieben? Weil es viel stärker auch die Eigeninitiative auch der Menschen einbezieht, die im praktischen Bereich hier tätig sind oder die hier eben im ideellen Bereich tätig sind. Also wir haben auch hier im Forum 3 eine solche strukturelle, betriebliche Dreigliederung eingeführt und die Gliederung findet statt durch spezielle Gesprächsorgane, soziale Organe. In der Wirklichkeit geht alles durcheinander, ja, ist klar. Da geht das Technische, die einzelnen Arbeitsgruppen mit dem Organisatorischen. Wenn Sie von außen reinkommen, sieht man das nicht. Sondern man kann die Gliederung nur entdecken, indem man mitarbeitend hier eintaucht oder sich dann darüber informiert. Da merkt man, aha, Verwaltungsfragen, organisatorische Fragen, die kann ich nur besprechen, wenn das Organisationsgremium unserer Mitarbeiterbesprechung zusammen ist. Oder ideelle Dinge, die kann ich nur einbringen und erfragen, wenn hier zum Beispiel unser Infomarkt tagt, wo also alle Menschen, die Gruppen machen oder in Gruppen sich beteiligen wollen, die Ideen haben, hier zusammenkommen. Oder technische Fragen, die eben wirklich an den technischen Leiter und seine Arbeitsplanung dann herangetragen werden. Ja? Dann merkt man plötzlich, dass hier eine gegliederte Struktur vorhanden ist. Äußerlich sieht man das nicht. Das sehen Sie draußen in der Gesellschaft auch nicht. Sondern man muss wirklich in die Funktionen hineingehen, dann sieht man, welche Art der Struktur vorhanden ist. Und das wäre ein falscher Weg, wenn man sagt, was hier erforscht wird und gemacht werden soll, wenn das einseitig nur nach unten durch die Verwaltungsabteilung geht, hier beschlossen wird und hier unten gemacht werden soll. Das wäre genau das falsche Prinzip. Und das findet ja heute durchaus in der neuen Welle der Wirtschaftsentwicklung, der Betriebsentwicklung statt, dass man sagt, gut, das geschieht schon so, aber jetzt findet der zweite Prozess statt. Jetzt wird das, was hier entwickelt wurde als Idee, als Produkt zum Beispiel, hier empfangen. Und jetzt sagen die Leute, die es praktisch ausführen müssen, geht das überhaupt? Unter welchen Bedingungen lässt sich das durchführen? Und jetzt gibt es ein Echo zurück. Jetzt sagt, ja, ihr habt das schön ausgedacht, aber das stößt auf die und die Schwierigkeiten. Wir müssen zum Beispiel die Maschinen in einem so hohen Maße umstellen, dass das zum Beispiel auch, falls es hier oben nicht schon berücksichtigt wurde, so hohe Kosten oder einen solchen Stillstand der Produktionsabteilung bewirken würde, dass ein hoher Arbeitsausfall ist und so weiter, sodass also hier auch ein Wechselgespräch stattfindet. Und das ist etwas, was heute in einigen Betrieben im Sinne der von den Japanern übernommenen Methode des Kaizen praktiziert wird. Also man kommt aus der Praxis heraus einmal darauf, dass man das trennen muss, funktionell, aber dass eine Wechselwirkung, also ein Wechselgespräch zwischen diesen beiden Organen stattfinden muss. Und das geht aber nur, wenn man hier Organe schafft. Wenn hier nur ein Betriebsleiter sitzt, der quasi zentral von oben nach unten dirigiert, was zu tun hat, wie es bis jetzt gewesen ist, zum Beispiel auch bei Daimler, wenn es bis jetzt gewesen ist, dann wird es ein Riese, der zum Sterben verurteilt ist, weil er nicht mehr wirklich leistungsfähig ist. Sondern die Rückmeldung von der produzierenden Basis, von der praktischen Basis, ist unbedingt notwendig und dadurch entsteht Leben. Und dieses Leben muss hier in der Mitte vermittelt werden, durch die sogenannte Verwaltungsabteilung. Und das ist das, was wir hier im Gesamtgesellschaftlichen auch haben, dass wir auf der einen Seite funktionell auseinandergliedern müssen, diese Bereiche der wirtschaftlichen Produktion und der geistigen Produktivität, ist ja auch produktiv, wenn Ideen und Fähigkeiten bei Menschen ausgebildet werden. Aber es muss im Wechselgespräch bleiben und die Vermittlung geht dann über dieses politische Parlament. Hier wird nichts Inhaltliches ermittelt,
Hier wird nur beschlossen, ob das, was inhaltlich als Neuerung gemacht wird, als neue Idee, ob das hier produziert wird. Das wird hier beschlossen. Aber erst nachdem eine Korrespondenz zwischen der Forschungsabteilung, genau sagen, hier, das ist der geistige Teil, hier kommt die Idee, die wird hier ermittelt, und hier unten, da wo wir das Blau haben, da kommt dann das Produkt raus. Hier haben wir die Produktion, hier ist dann das Produkt. Und hier in der Mitte, da wird gesehen, ob das machbar ist, wie das im Verhältnis steht, Innovation in der, zum Verhältnis der ökonomischen Nutzung der vorhandenen Maschinen, Rohstoff und so weiter. Das wird in der Forschungsabteilung nur bis zu einem gewissen Grade ermittelt. Während wenn in der Forschungsabteilung sofort die Blockade ist, ja, dann müssen wir ja unseren ganzen Maschinenpark erneuern. Und das passiert in der Tat. Das wäre nämlich am ökonomischsten, immer das weiterzumachen, was man immer gemacht hat. Das ist die Trägheit in diesem Gebiet. Hier oben in diesem Gebiet ist nicht Trägheit, sondern ist Dynamik vorhanden. Also die Produktionsabteilung wird immer sagen, und das kenne ich auch von uns hier im Hause, dass unser technischer Leiter immer sagt, ja, das geht nicht. Das ist verständlich. Ja? Und deswegen braucht er die Leute, die sagen, ja, dann probier doch mal, ob das nicht auf einem anderen Wege doch zu realisieren ist. Also dieses Gespräch zwischen diesen beiden Polen muss sein. Und das vermittelnde Element, das ist dann in der Mitte, das würde dem politischen, im Makrosozialen entsprechen. Und das würde hier mehr dem geistig-kulturellen Gebiet und hier das dem wirtschaftlichen entsprechen. Ich würde sagen, das ist jetzt mehr institutionelle Gliederung, so wie ich das hier auch skizziert habe, deswegen habe ich geschrieben, Einrichtungen des Kultur- und Wirtschaftslebens. Und wenn wir uns das genauer anschauen, würden wir sagen, in jedem Betrieb müssten wir eigentlich hier reinzeichnen, da gibt es einen kulturellen Bereich, in dem auch wirklich geforscht wird, ausgebildet wird, Lehrlingsausbildung und so weiter, Facharbeiterausbildung, das gehört in einem Betrieb zum geistigen Teil. Und dann haben wir hier den Verwaltungsteil in einem Betrieb und dann haben wir den eigentlichen Produktionsteil. Also die Elemente, die wir im Makrosozialen finden, die sind in jedem Betrieb auch vorhanden. Und wenn wir uns einen Kulturbetrieb anschauen, dann müssen wir sagen, ja, zum Beispiel ein Theater, da ist aber der kulturelle, der geistige Teil, wo etwas Geistiges produziert wird zwischen den Menschen, eine Aufführung hergestellt wird, der ist sehr groß. Die haben auch einen Verwaltungsteil, auch in einem Kulturbetrieb, in einem Theater. Und jetzt kommt ein volkswirtschaftliches Phänomen, die haben natürlich auch Materialbearbeitung. Und jetzt sieht man, dass ein wirtschaftlicher Produktionsbetrieb im klassischen Sinn, also sagen wir eine Holzfabrik, Möbelfabrik, bei denen ist der Forschungsteil nicht sehr groß, der Verwaltung auch nicht, aber der Produktionsteil ist sehr groß. Und noch etwas anderes, hier findet ein Produktausstoß statt, der den Reichtum bildet, der also quasi auch kapitalbildend ist. Er schafft Produkte, die verbraucht werden können und für die Geld eingenommen wird. In einem Kulturbetrieb ist es genau umgekehrt. In einem Kulturbetrieb wird Material verbraucht und Geld muss dafür zur Verfügung gestellt werden, von außen. Es wird was Geistiges produziert. Nicht, wenn ich eine Aufführung gesehen habe, die ist weg, löst sich in Luft auf, die ist nicht beständig. Und dazu braucht ein Theater das Material. Also jeder Kulturbetrieb, ob eine Schule, ob ein Forschungsbetrieb oder ein Kunstbetrieb wie ein Theater, verbraucht Material und Geld. Aber es erzeugt geistige Werte, Theateraufführung, Forschungsergebnisse, Ideen und Fähigkeiten. Und ein Wirtschaftsbetrieb erzeugt materielle Waren, die die Grundlage des wirtschaftlichen Reichtums sind, für die dann auch Geld eingesetzt werden kann. Aber sie verbrauchen in gewisser Weise die Ideen und die Fähigkeiten und die Kraft der Menschen. Hier wird der Mensch verbraucht und seine Ideen gebraucht oder verbraucht. Hier ist umgekehrt, hier wird Ideelles produziert und das Materielle verbraucht. Und das muss man auch sehen, dass im Grunde jedes
kulturelle Unternehmen oder das ganze Kulturleben immer kapitalverbrauchend ist. Es gibt keinen Kulturbetrieb, der durch sich selber eigentlich existenzfähig ist. Während das ganze Gebiet des Wirtschaftslebens im Gesamtgesellschaftlichen, das ist Waren erzeugend, Werte erzeugend, also materielle Werte erzeugend und damit auch das Geld mit erzeugend. Denn nur was ich hier an Waren erzeuge, dafür kann ich eigentlich Geld herausgeben als Bundesbank. Da muss ein gewisses Verhältnis bestehen. Und aus der Menge des Geldes kann ich dann auch das Kulturleben finanzieren. Ob privat, über mich als Besucher des Theaters oder über die Steuer. Das sind zwei Wege. Aber auf jeden Fall, hier werden Materialien verbraucht, hier werden Materialien hergestellt. Das ist ein ganz elementarer Gegensatz, den man erkennen muss. Und deswegen ist hier das ökonomische Prinzip, das kann man drehen und wenden, wie man will, am richtigen Platz. Wenn ich hier Freiheit walten lasse, das heißt jeden einfach drauf loswirtschaften lasse und besonders die Großbetriebe in Konkurrenz wirtschaften lasse, dann ist das kriminell. Aber nochmal, ist es möglich, in diesem dreigliedrigen System mehrere Funktionen gleichzeitig auszuüben? Weil heute ist es ein schwerer Vorwurf an einen Politiker, ja, wenn er gleichzeitig, ja, in einem Wirtschaftsbetrieb seine, ja, Fähigkeiten einsetzt. Ja. Aber manchmal, also könnte das, ja, also ein Mensch könnte doch theoretisch in der Forschungsabteilung sitzen, in der Verwaltungsabteilung und in der Produktion, ja, wenn er die Kraft hat, 3 8-Stunden-Schichten, ja, zu machen. Durchaus. Na schauen Sie, jetzt muss man wieder gliedern. Ich würde sagen, ein Forscher tut gut, auch einen Arbeiter aus dem Produktionsbereich zu Rate zu ziehen, um sein Produkt schon möglichst gut bis in das Praktische hinein zu entwickeln. Aber ich muss den Mann, der hier unten in der Produktionsabteilung sitzt, nicht abstimmungsberechtigt machen. Aber ich würde immer sagen, ihn zur Rate zu ziehen. Während umgekehrt, und dadurch kann er auch hier bei den Entwicklungen dabei sein, oder ich hole ihn mir, wenn ich klug bin, und es hat auch immer Menschen gegeben, die diese Klugheit hatten, die Menschen einbezogen haben als Berater. Und dadurch tritt er mit seiner geistigen Kapazität hier in dem Bereich auf. Nicht als Handarbeiter, sondern mit seiner geistigen Erfahrung, die er als Handarbeiter hat und sagt, wenn wir dieses Ding anders formen, dann ist die Arbeitszeit die Hälfte, die ich brauche, um das Ding dann einzubauen. Das kann mir ein Mensch aus der praktischen Produktionsabteilung durchaus als Forscher sagen, in der Produktentwicklung. Aber dazu braucht er nicht hier stimmberechtigt sein. Und umgekehrt kann derjenige, der hier in der Forschungsabteilung sitzt, neue Ideen entwickelt, auch hier durchaus mitmachen, aber ohne dass er jetzt organisierend in die Produktion eingreift. Das ist nämlich ein Unterschied. Dass aus der Kenntnis der bestimmten Gesetzmäßigkeiten, möglichst kurze Wege und so weiter, ökonomisch produziert werden kann, da wissen die Leute am besten Bescheid, die ja täglich da drin stecken. Und insofern würde ich sagen, dass hier auch der Austausch und das Einbeziehen in diese Sitzungen von Forschung bzw. von Produktion durchaus der Austausch von Menschen, also der persönliche Austausch, außerordentlich gewinnbringend ist, sozial fruchtbar ist. Bis zu dem, dass die Leute auch in der Verwaltung gehört werden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, aber nicht mit hineinreden dürfen. Wir machen das hier zum Beispiel auch im Forum, dass wir sagen, auch Leute, die gar nicht an der Ideenbildung unbedingt beteiligt sind, aber wir tragen ihnen unsere Ideen vor, also Menschen, die im technischen Bereich tätig sind oder irgendwo im praktischen, die werden einbezogen, damit wir das Echo kriegen, wie findet ihr das, wenn wir das so machen? Und dadurch entsteht ein Austausch, ohne dass jetzt eine Verfilzung entsteht. Und da liegt das Problem. Der Filz. Dadurch, dass zum Beispiel hier in der Bundesrepublik viele Menschen in Aufsichtsräten drin sind und Entscheidungskompetenz haben. Und durch die Entscheidungskompetenz lösen sie sich ja auch aus ihrem speziellen Gebiet, wo sie befähigt sind, heraus. Und da liegt das Problem. Und das muss man aufheben, dass man sagt, eine möglichst intensive Zusammenarbeit, Beratung, gemeinsames Entwickeln von Dingen, Austausch, aber die Kompetenzen der Entscheidung, die müssen getrennt werden. Wenn wir zum Beispiel unseren Oberbürgermeister Rommel sehen, der ist auch zugleich Aufsichtsrat
bei den Elektrizitätswerken, nicht, die eben auch Atomkraftwerke betreiben, würde ich sagen, er vertritt nicht mich als Bürger. Kann er gar nicht. Wenn er nämlich den Profit seiner Elektrizitätswerke optimieren muss. Wenn er aber als Bürgermeister, also als Vertreter der Bürgerschaft, drin säße im Aufsichtsrat, aber dort nicht mit beteiligt wäre, ja, das heißt für den Gewinn der Elektrizitätswerke sorgen müsste, dann kann er ruhig dort sitzen. Man kann seine Stimme als oberster Bürger auch einbringen, das würde ich für gut halten. Aber er muss sich entscheiden, vertritt er mich als Bürger, also hier aus der rein rechtlich-politischen Situation, meine elementaren Bedürfnisse, oder vertritt er hier in der Elektrizitäts-AG die Interessen nach Optimierung des Gewinns. Und da würde ich sagen, dann muss er sich entscheiden. Sondern wenn er beides hat, dann entscheidet er sich natürlich davor, wo am meisten für ihn persönlich rausspringt. Und das geht nicht. Und das muss man, glaube ich, durchaus trennen. Im institutionellen, im kleinen Bereich sehe ich das durchaus für möglich, dass jemand hier arbeitet und hier auch mitarbeitet. Ja? Aber in dem Augenblick, wo Macht verbunden ist, da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man diese Dinge möglichst auch personell trennt. Immer wo es mit Macht verbunden ist. Wenn er keinen Vorteil hätte, wenn er in zwei Positionen sitzt, also wenn er jetzt, er könnte ja eine Entscheidungskompetenz im wirtschaftlichen Bereich haben, bei den Elektrizitätswerken, ohne dass er jetzt beim Gewinn beteiligt wird. Oder vielleicht ist da der Hase im Pfeffer begraben, dass er... Ja, ich glaube, dass heute Menschen, ich will das nicht so direkt über Bürgermeister Rommel sagen, aber ich glaube, dass die Menschen heute noch nicht so weit sind, sachlich zwei Positionen selbstlos zu vertreten. Und gerade weil die Menschen heute das noch nicht können, glaube ich, ist es gut, sie vertreten eine Position, sehr entschieden. Und ein anderer Mensch vertritt die andere Position. Und da, wo die beiden dann zusammenkommen, dass man dann sagt, gut, das ist also wirklich aus zwei unterschiedlich sauber getrennten Positionen ein zustande gekommener Vertrag. Ja, und da sind die Menschen durchaus heute schon so clever, dass sie feststellen, wenn das Gehalt am Jahresende von allen gemeinsam aufgeteilt wird, dass jeder Arbeiter weiß, je mehr Erfindungen ich geltend mache, die eine ökonomische Produktion ermöglichen, desto höher ist am Jahresende der Gesamtgewinn und kann auch auf die einzelnen Gehälter verteilt werden. Und da ist es zum Beispiel in Japan so, dass im Schnitt pro Jahr von jedem Arbeiter etwa 50 Erfindungen und neue Ideen eingebracht werden. Und in der Bundesrepublik ist der Schnitt der von dem einzelnen Arbeiter in einem Betrieb geltend gemachten neuen Idee 0,5. Tragisch. Tragische Fantasielosigkeit, weil man die Menschen nicht mit beteiligt. Und das hängt mit dieser neuen, jetzt von einigen deutschen Betrieben übernommenen Methode des Kaizen zusammen, dass der Arbeiter jetzt geschult wird, gedrillt wird, erzogen wird, natürlich im Interesse der Großbetriebe, um seine, auch nicht nur seine Muskelkraft einsetzen zu können, sondern auch seine Ideenkraft. Aber Sie haben ja nach der Selbstlosigkeit gefragt. Insofern würde ich sagen, ist das Einbringen von Ideen aus allen Arbeitsbereichen, aus allen drei, auch aus der Verwaltung, nicht? Dass man sagen kann, es kommt immer dem Betrieb als Ganzem zugute. Und das ist das Entscheidende. Wenn ein Arbeiter, ein leitender oder ein einfacher Arbeiter, sich mit dem Betrieb identifiziert und sagt, das Wohl des Betriebes ist letztendlich auch mein Wohl, dann wird er Interesse haben, ein durchaus selbstisches Interesse haben, das Wohl, das heißt die Produktivität des Betriebes zu steigern. Man wird sich engagieren, eben auch Ideen zu haben und sich auch anstrengen, seine volle Einsatzkraft willensmäßig, arbeitsmäßig wie auch ideenmäßig einzubringen. Naja, aber ich habe schon gesagt, selbst wenn der Zugewinn am Ende des Jahres durch bestimmte Prämien nicht sehr groß ist, aber es ist ein kleiner Zugewinn, auch für den Arbeiter, der nur ein relativ kleines Gehalt hat. Es gibt Prämien dafür. Es gibt Prämien, ja, ja. Das ist dann also der Anreiz für den Egoismus. Ob das letztendlich dann gut ist, das müssen wir offen lassen, aber ich würde sagen, es ist auch schon, auf jeden Fall schon ein kleiner Fortschritt gegenüber der absoluten Unmündigkeit des heutigen Arbeiters, der gar nichts zu sagen hat,
sondern nur zu gehorchen hat und das ausführen muss, was von oben angeordnet wird. Und deswegen setzen wir in der anthroposophischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaft immer auf Entwicklung. Und es wird, wenn der Arbeiter es begreift, dass er selbst beteiligt ist an der Stabilität des Betriebes, an der Produktivität und damit auch an der Konkurrenzfähigkeit, er wird mehr Persönlichkeit auch im Betrieb sich einsetzen, wird er einsetzen. Und das wird auf die Dauer, wenn er es begreift und sich nicht nur weiterhin auch ausbeuten lässt, das wird dazu führen, dass er auch seine persönliche Mündigkeit in weitergehenden Betriebsentscheidungen einbringt. Zum Beispiel, wenn trotz aller Anstrengungen der Betrieb keinen Gewinn mehr abwirft, sondern in die roten Zahlen kommt. Wenn eine Betriebsgemeinschaft gewachsen ist, dann wird es nicht heißen, 50% der Mitarbeiter werden entlassen und es werden Maschinen eingestellt, also Roboter, sondern man wird gemeinschaftliche Entscheidungen treffen, wie man dieses Defizit auffängt. Und dadurch würde eine andere Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung möglich werden. Wenn der Arbeiter sagt, es ist mein Betrieb, nicht, es ist dein Betrieb als Unternehmer. Das ist ein Modell, was es gibt, aber das muss nicht sein, dass jeder Arbeiter einen Anteil, also finanziell am Betrieb hat. Wir haben hier zum Beispiel auch keinen Anteil an unserem Betrieb. Wir haben einen Jahresumsatz von 1,7 Millionen insgesamt. Davon ist etwa ein bestimmter Posten von, ich glaube, 700.000 Mark sind Gehälter. Und wir arbeiten trotzdem alle voll verantwortlich. Jeder Einzelne fühlt sich für das Ganze verantwortlich, weil wir wissen, am Jahresende schlägt sich das Erreichen der Jahresplanung für uns positiv nieder oder wenn wir den Jahresumsatz nicht erreichen, schlägt sich das negativ nieder. Trotzdem ist jeder engagiert, das Seine beizutragen, dass der ganze Betrieb so läuft, wie wir es am Jahresanfang geplant haben. Da brauchen wir keine Kapitalbeteiligung. Das Ganze ist neutral, es gehört dem Verein und wenn der Verein eines Tages als Eigentümer des ganzen Hauses das aufgeben sollte, weil wir aussterben oder weil keine Besucher mehr kommen, das kann immer passieren, dann geht das Vermögen dieses gemeinnützigen Vereins, des ganzen Hauses mit seinem Wert von 6 Millionen, an einen anderen gemeinnützigen Träger über. Und dann werden andere Menschen kommen, die dieses Haus im gemeinnützigen Sinne benutzen. Also wir brauchen keine Kapitalanteile an dem Haus, um uns hier zu engagieren. Und ich glaube, dass das auch in anderen Betrieben, Wirtschaftsbetrieben möglich ist, dass man einen Betrieb führt als Gemeinschaft, Betriebsgemeinschaft, dass man den sogar neutralisiert vom Eigentum her und ihn nicht verkäuflich macht. Und da sind bestimmte Vorschläge auch vorhanden, dass wir sagen, jeder Betrieb, der eines Tages seine Mitarbeiterschaft verliert, weil sie auswandern wollen oder ausgestorben sind, wird in seinem betrieblichen Vermögen an einen anderen übergeben, ohne dass der den kaufen muss. Denn das Kaufen von Betrieben oder Verkaufen schafft ja keine neuen wirtschaftlichen Werte, sondern ist lediglich ein Übertragen eines bereits geschaffenen Wertes von Produktionsmitteln und kann an eine andere Gruppe von Menschen übergeben werden, die darin etwas anderes produzieren wollen. Das heißt, wir brauchen überhaupt keine Verkaufsmöglichkeiten eines Betriebes mit einplanen, sondern nur das Recht zu regeln, Betriebe, die für eine bestimmte Produktion nicht mehr gebraucht werden, an eine andere Gruppe von Menschen zu übergeben, die dann was anderes darin produzieren. Und das sind alles Dinge, die zwischen Menschen auf der rechtlichen Ebene vereinbart werden können. Zumindest geht das auch für Kulturbetriebe. Wir haben im anthroposophischen Sektor, soviel ich weiß, kein privates Eigentumsrecht. Nicht 150 Waldorfschulen der Bundesrepublik. Ich weiß nicht, wie viele heilpädagogische Heime, Kultureinrichtungen, die alle in einem gemeinnützigen Eigentum sind, nicht im privaten Eigentum und nicht im staatlichen Eigentum, sondern die ein gemeinnütziges Eigentum darstellen, das niemand verkaufen kann, sondern es kommen immer wieder neue Menschen und arbeiten in dieser Einrichtung. Und dadurch wird das materielle Eigentum einfach dann von einer Generation auf die andere weitergegeben und es bleibt im volkswirtschaftlichen Strom erhalten und es muss niemand bei dem Übernehmen eines Kulturbetriebes 5 Millionen Mark aufbringen, um das abzukaufen und dann weiterarbeiten zu dürfen.
Und dadurch ist eigentlich das Nutzen der Einrichtungen und des gesamten Eigentums in die Hände der dort unmittelbar arbeitenden Menschen gegeben, die sich persönlich verantwortlich fühlen, und ist trotzdem kein verkäufliches Privateigentum. Und das kann man sich vorstellen, dass das auch für Wirtschaftsbetriebe in einer ähnlichen Weise gehandhabt werden kann.